UAV DACH ist der entscheidende und bedeutendste Verband der unbemannten Luftfahrt in Deutschland. Und wir haben nicht nur in Deutschland Mitglieder, sondern auch in anderen europäischen Ländern, in den Niederlanden, in der Schweiz, in Österreich, seit neuestem auch in Südtirol, also in Italien. Der Verband kümmert sich für die Mitglieder, die im Wesentlichen Hersteller sind und Betreiber von Drohnen, kümmert sich darum, dass die Regularien, das regularische Umfeld in Europa in die richtige Richtung geht, dass das Ganze machbar wird, nicht zu kompliziert, aber sicher. Wir wollen absolut einen sicheren Flugbetrieb mit diesen Geräten. Aber wir sehen das enorme Potenzial dieser Drohnen für die Zukunft. Wir sehen, dass es im Moment geradezu einen Umschwung gibt, eine Hinwendung zu einer völlig neuen Technologie, zu dieser Anwendung der Technologie. Und es wird vieles umkrempeln, was wir in der Vergangenheit in der bemannten Luftfahrt gesehen haben, durch neue Möglichkeiten der unbemannten Luftfahrt. Also wir freuen uns sehr drauf. Das ist ein wirklich sehr interessanter Event, eine Veranstaltung, die wirklich alle zusammenbringen wird, die etwas zu sagen haben zu diesem Thema. Wir erwarten 2019 eben, wie gesagt, die Revolution auf dem Gebiet der unbemannten Luftfahrt, und wir sind in 2018 mit dieser Konferenz, glaube ich, genau richtig positioniert, um darauf hinzuweisen, was sich alles verändert. Die Europäische Union, die Europäische Agentur für Flugsicherheit arbeiten mit Hochdruck an völlig neuen Randbedingungen. Das alles muss der Klientel, unseren Mitgliedern und auch anderen näher gebracht werden, erläutert werden. Und wir müssen versuchen, bei dieser Konferenz letztendlich auch Ziele zu formulieren, wohin soll es gehen. Für meine Begriffe kann das Ziel nur sein, ermöglichen so viel wie möglich, aber sicher muss das Ganze bleiben. Ja, alle Details verraten wir lieber nicht, denn es soll ja noch spannend bleiben, aber sicher ist, dass wirklich maßgebliche Persönlichkeiten aus der Szene dort auftreten werden. Ich freue mich insbesondere, wenn ich das hier mal erwähnen darf, dass meine früheren Kollegen, ich war ja früher bei der EASA tätig als Direktor, dass Kollegen von mir auch von der Europäischen Kommission in Brüssel da sein werden und sogar ein Vertreter des Europäischen Parlaments. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir werden also aus erster Hand erfahren, was alles geplant ist, wohin der Weg gehen soll, worauf wir uns einrichten müssen, wir alle. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass das Ganze sehr positiv zu sehen ist. Es ist ein neues Kapitel Luftfahrt, wird aufgeschlagen. Und ich glaube, dass mit dieser Idee des European Drone Summit, auch der Name sagt es ja, Summit, eigentlich der richtige Begriff gefunden wurde, um das Ganze zu charakterisieren. Das Hauptthema ist die Umgestaltung der Rahmenbedingungen, der regulatorischen Rahmenbedingungen für den Drohnenbetrieb, was sich Europa nunmehr vorgenommen hat, die Europäische Union, Europäische Kommission mit der Agentur für Flugsicherheit. Die arbeiten mit Hochdruck an völlig neuen Regelungen, die uns sehr plausibel erscheinen. Das scheint der richtige Weg zu sein, um eben, wie gesagt, einerseits Sicherheit zu produzieren, auf der anderen Seite aber auch die Dinge, die man mit Drohnen inzwischen machen kann oder zukünftig machen sollte, dass das möglich wird. Wenn Sie sich ansehen, die verschiedenen Anwendungen der Drohnentechnologie, das ist fantastisch einfach. Es geht schon los, was mich persönlich besonders berührt. Die Drohnen werden bei Rettungseinsätzen benutzt, in den Alpen, also im Gebirge, aber auch an der See, wenn an der Nord- oder Ostsee Menschen in Bedrängnis kommen, in Seenot kommen, dann können Drohnen Hilfe bieten und transportieren. Das finde ich fantastisch. Das gesamte Gebiet, aber auch der Aufklärung, der Möglichkeiten letztendlich auch für Terrorsicherheit und Abwehr zu sorgen. Also Drohnen überall, Transportmöglichkeit. Man kann sich ja vorstellen, dass in der Zukunft vielleicht Transportdrohnen, vielleicht sogar größere, die heute noch mit bemannten Flugzeugen betrieben werden, größere Projekte in der Zukunft durch Drohnen übernommen werden können. Also nicht nur die kleine Paketlieferung, sondern sehr viel
mehr, wenn ich auch an Dinge denke, die alle heute schon stattfinden, Medikamententransport oder Bluttransfusionstransport mitten in Afrika als Beispiel oder Medikamente in Notfallgebiete zu bringen, schnell, unbürokratisch, schnell und sicher, dann ist das wirklich ein Feld, das sich hier für die Drohnen eröffnet hat, was man vor ein paar Jahren überhaupt nicht für möglich hielt. Die Visionen, die man seit vielen Jahren hatte auf dem Gebiet, werden langsam wahr und ich glaube, dass unserer Fantasie noch gar keine Grenzen gesetzt sind. Denken Sie an ein Teilgebiet auch der Drohnen, nämlich der Lufttaxis. Das ist ja ein hochinteressantes Thema, was mehr und mehr hochkommt, wo sich die Flugzeugfirmen, aber auch die Automobilfirmen inzwischen für interessieren. Denn es ist womöglich der zukünftige Weg, wie man Personen relativ schnell, problemlos und sicher, ich wiederhole das gerne, transportieren kann, innerhalb von Städten, aber auch für größere Entfernungen. Das wird ein sehr, sehr interessantes Thema.